So, wir gehen wieder in die Bücher. Was labert ihr? Bam! Kohleofen ist gut. Werkstatt ist gut. Wir haben 5 Werkzeuge, das ist sehr gut. Der hat viele Ringe. Wir holen uns mal die 4 Ringe zurück, die wir gerade ausgegeben haben. Der Warnschnaps ist halt auch insane, ne? Also das, dieser Perk, oh mein Gott, der ist so gut. Wenn man billigen Schnaps trinkt, dann kriegt die Bevölkerung und die Lords negative Gedanken. Aber die negativen Gedanken bei dem Schnaps halten in der Provinz sind nur halb so groß. Das ist insane hier. Aber wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir das nicht zu schnell holen. Also konzentriere ich mich erstmal auf den Kohleofen, die Steckrübeneffizienz und die Werkstatt. Weil aus der Werkstatt machen wir Werkzeuge und das können wir sehr schnell machen. Werkzeuge sind der Schlüssel zum Geld, gerade early auch. Also wenn man das early nennen kann. So, der ist jetzt fertig. Wir müssen natürlich mit unserem Bischof reden. Wir haben jetzt einen Bischof zugewiesen bekommen. Da haben wir keine Wahl. Der Bischof kommt von der Kirche und sobald wir einen Tempel bauen, ist der da. Der ist just da. Wenn wir schlechte Beziehungen zu dem Bischof haben, kriegen wir schlechte Angebote in unserem Händler. Weil der Händler untersteht der Kirche. Meine Aufgabe ist jetzt also dafür zu sorgen, dass der Typ und die Kirche einen sehr positiven Eindruck von mir haben, damit der Händler mir so viel verkauft, wie er kann. Wenn ich mit dem Bischof tilt bin und der mich nicht respektiert oder der ein schlechtes Wohngefühl, der hat zu wenig, weißt du, der ist obdachlos und so, das müssen wir gleich alles fixen, dann wird das hier sehr unangenehm, sehr schnell. Das Erste, was wir machen, ist, wir haben einigermaßen Holz, wir bauen ihm jetzt ein Adelshaus. So, wir haben jetzt einen neuen Lord, es kann mehr erforscht werden. Auch wenn er nicht so viele Wissen hat, ist es egal. Wir schicken ihn sofort zum Kohleofenlernen. Besonders, weil Natalie jetzt gleich ausgeschaltet ist. Die kriegt nämlich ein Kind und dann ist die 1-2 Tage bewegungsunfähig. Finanzen habe ich noch nicht angepasst, weil ich noch keinen Alkohol verkaufe. Ich habe meine Taverne noch nicht gebaut. So, wir bauen jetzt die Taverne und das Adelshaus. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier alles verhält. So, wir haben jetzt ein Kind bekommen. Die ist ein Kleinkind und das ist meine Tochter. Die bekommt Unterricht. Und im besten Fall unterrichtet die der Priester. Weil wir haben Glück, unser Priester hat einen sehr hohen Lernfaktor. Ich weiß, Kinder und Priester, aber in diesem Spiel ist das okay. So, was auch okay ist, Natalie ist wieder da. Sie kann also weiter studieren. Wir müssen auf jeden Fall im Auge behalten, wie es mit unserer Produktion weiterläuft. Das wird jetzt aufgerüstet, das heißt, wir brauchen eine Stelle. 3 Zuwanderer kommen hinzu, das heißt, wir können auch noch ein Feld bauen. Ein Steckrübenfeld, 2 Roggenfelder und dann ein Hopfenfeld. Und dann hast du so eine Grundlage, damit erstmal alles Mögliche gemacht werden kann. Weil du brauchst Mehl, du brauchst Roggen für Mehl, du brauchst Roggen für Bier, du brauchst Hopfen für Bier, du brauchst Steckrübe für Alkohol. Ich würde Steckrübe überhaupt nicht auf Nahrung skillen. Steckrübe ist nur Alkohol, weil es später eine Krankheit gibt, die die Steckrüben übelst unangenehm machen. So, und jetzt gehen wir in die Finanzen rein und jetzt sorgen wir dafür, dass die Steckrübe 2 kostet und Alkohol 3. Weil Bauern verdienen 5. Und wir wollen sicherstellen, dass die sich sowohl Essen holen können, als auch Alkohol. So, jetzt kriege ich eine neue Stufe. Die wird jetzt hier unterrichtet. Ne? Also diesen Kleinkind und die wird jetzt unterrichtet. So, und jetzt können wir mit dem Bischof reden, damit wir weiter ein gutes Verhältnis zum Bischof haben. Ihr seht schon, wir haben 20% Matriarchen. Wir haben ein paar mehr Fanatiker in der Stadt. Die Ambitionen sehen gut aus. Das gefällt der Kirche, was wir hier machen. So, wir haben keine Arbeitslosen, aber wir haben etwas, das gebaut wird. Hier oben haben wir jetzt gleich einen Slot frei. Das erhöht aber auch die Effizienz. Und wir bleiben erstmal bei 50. Wichtig ist auch, das ist richtig krass, wenn ihr Leute habt, die hier beispielsweise wie ich Manieren 9 und er hat Manieren 2. Ich krieg in Interaktion, weil der so ein ungehobelter ist, Negativmalus, weil ich mich zu gut benehme. Also Menschen, die auf dem gleichen Niveau von den Manieren agieren, haben einen Bonus zueinander. Wenn der Unterschied zu groß ist, dann kann man ganz schnell auch Abneigung zueinander empfinden. So, Händler ist da, sehr gut. 2 Zuwanderer sind da, sehr gut. Ja, wir brauchen mehr, ne? Wir brauchen mehr. Wir haben eine Kaserne, das heißt, wir können Armee rekrutieren, das ist sehr wichtig. Und das machen wir auch gleich. 1, 2, 3. 3 Leute, kostet sehr viel Geld. Aber die werden wir jetzt erstmal brauchen. Dafür produzieren wir direkt eine Nachtpatrouille in der Mitte unserer Stadt. Die Nachtpatrouille ist für Bewachung unserer Ressourcen da.
Die hat hier so einen Einzugsbereich und wir bauen eine Tagespatrouille in der Nähe unserer Produktionsstätten. Weil hier werden die Sklaven arbeiten und dann müssen die bewacht werden, damit die nicht fliehen. Und die werden wahrscheinlich hier oben arbeiten, weil hier viele Felder entstehen. Krieg kommt noch, Krieg kommt noch. So, Fendrik hat ein Level up bei Intelligenz und wir können gleich mal gucken. Ihr seht, Steckrübeneffizienz ist wichtig, das muss Natalie machen. Und dann fange ich an, mit den Leuten zu reden, damit die untereinander austauschen, wie, welches Wissen die haben. Also der Händler ist da. Wie geht's ihm? Er schläft ein bisschen, aber wir müssen auf jeden Fall mit dem Händler reden, ne? Und das muss er machen. Nichts, das wir brauchen. Ich könnte jetzt schon Sklaven kaufen. Und ich glaube, ich mache das auch. Ich kaufe mal 3. Das ist ein Feld. Und der Rest würde sich mehr oder weniger verteilen. Ist schon sehr early. Wir warten noch einen Händler ab. Wenn der nächste Händler kommt, dann können wir das machen. Weil wir müssen die auch bewachen. Und ich habe noch keine Ahnung, wann die kommen. Die kommen erst in 22 Stunden. Es könnte sein, die können fliehen. Aber es wäre schon gut, wenn ich jetzt... Ach, nee, wir kaufen sie. Jetzt habe ich 3 Sklaven. Dafür muss ich aber Wohnraum bauen. Ein Kerker, der kommt neben die Baracke hier unten. Und das wird dann direkt zuerst gebaut. Und dann räume ich das hier auf bald. Aber ich will mich erstmal darauf konzentrieren, dass ich den Fokus hier richtig habe. Ich werte dann auch die Mühle auf. Und dann hier oben haben die dann jetzt keine Probleme mehr. Sklaven, der Perk bei Sklaven, der ganz nice ist, ist die Tatsache, dass die länger arbeiten als normale Bewohner. Die haben 3 Stunden, glaube ich, länger. So, sie arbeiten jetzt halt auf den Feldern und das macht die Felder halt voll. So, die unheilige Horde erscheint. Das ist das Ereignis. Die Mission der Inquisition mit düsterer Kunde zurückgekehrt. Im nordwestlichen Wäldern hat sich eine sogenannte unheilige Horde formiert. Eine Vereinigung von Waldstämmen unter der Führung eines neuen ketzerischen Kults, der Ketzerei des toten Gottes. Diese extrem aggressive und mächtige Streitkraft hat die Absicht, alle neuen Königreiche von Norland zu vernichten. So, die spawnen jetzt hier oben und die fegen jetzt über die Map. Die fressen jetzt alles. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die potenziell hier unten ankommen. So, wir haben also eine Brauerei Level 2, wir haben eine Mühle Level 2, wir haben beide Gebäude nochmal daneben gesetzt, für den Fall, dass wir es brauchen. Aber wie ihr seht, pusht das schon gut rein. Unser nächstes Ziel ist es jetzt, hoffentlich eine Hopfen zu bauen. Fendrik muss halt mit den ganzen Leuten reden, ansonsten sind die nicht glücklich. Solange die noch keine Loyalisten sind. Natalie ist glücklicherweise... Oh, what the fuck? Okay, Hedora. Die werde ich mir holen. Tatsächlich. Hedora ist nämlich eine Kandidatin für die Ehe mit meinem Bruder. Ach Gott, wir haben irgendeinen Gefangenen aus weg. Habe ich den nicht gesehen? Scheiße. Fies Batman. Und wieder Kind. Manchmal findet man sie noch. Warum läuft er denn da hinten hin, Alter? So, Karawane ist eingetroffen. Sprich mal bitte mit dem. Digga, warum haben wir denn keine... Kanzlei. Hätte man das ohne Waffen verhindern können? Ja, ja, du kannst das machen. Wenn euch ein Gefangener wegläuft, dann klickt ihn an, wenn ihr ihn findet, und geht auf die Befreien-Mission. Sobald das gemacht wird, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit da, dass er anhält, mit dem König redet und sich dann einfach euren Bauern anschließt. Kann sein, dass das irgendwann mal gepatcht wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch so. So, die machen wieder eine weise Unterhaltung. Hoffentlich tauschen sie irgendwas aus. Roggenfühlt, sie haben sich wieder ausgetauscht und haben wieder ihr Wissen geteilt, sodass sich das hier so ein bisschen verteilt, ne? Sodass, wenn einer stirbt, nicht das Wissen komplett weg ist. Weil, wenn du einen Lord hast und der hat einen Skill für dich erforscht und der ist nicht mehr da, dann hast du den Skill nicht mehr. Deswegen ist es schon ratsam, diesen Skill zu verteilen. So, wir haben das jetzt hier. Kohle. So, wir wollen die Kohle natürlich machen und dafür gehen wir auf 50. Ihr seht, wir haben schon Schnaps 150, wir ziehen weiter hoch. 250. Die Brauerei pusht raus. So, jetzt sollten wir auch langsam unsere Tributszahlungen bekommen aus den anderen anliegenden Dörfern. Mhm. In einen Tag? In einen Tag, okay. Theoretisch könnten wir jetzt nochmal gucken, wie viel
Ich glaube, wir brauchen noch 3 Sklaven, ha? Sie ist schon wieder schwanger, ne? Sie kriegt schon ein neues Kind. Sie ist eine Loyalistin, habe ich ja schon gesagt, glaube ich, ne? Er ist ein Sünder, weil er einen grausamen Witz gemacht hat. Dicker. Kanzlei, Übungsgelände, wichtige Gebäude. Korrektes Düngen ist auch wichtig. Schweinefarm ist wichtig, aber das können wir uns noch nicht holen. Geschmorte Steckrüben ist auch sehr, sehr wichtig. Ich hole mir mal die Schweinefarm. Weil damit könnten wir Early Fleisch machen. Wir haben noch keine Verbrecher. Was sehr gut ist. Wir stellen allerdings schon Kohle her. Was auch sehr gut ist. Das ermöglicht nämlich den Bau einer Werkstatt. Und ihr kennt jetzt so langsam die strategische Positionierung des Lagers. Wir bauen um dieses Lager so die Produktionsketten rum, damit die sich hier alles rausholen. Wir brauchen Kohle und Eisen für Werkzeuge. Werkzeuge sind ein sehr schöner Hebel, um am Anfang zu handeln. Edora redet jetzt mit dem König, damit er immer stabil ist. Dann wird das Kind erwachsen, wenn es 18 ist. Also in 18 Jahren. So, Nathalie kriegt ein Kind. Erneut. Das zweite. Das erste sieht so aus. Aber wir brauchen so langsam Hopfen. Ansonsten haben die nicht den guten Schnaps. Der Vorteil ist, dass die negativen Auswirkungen vom billigen Schnaps halt halbiert sind. Das heißt, die können auch den trinken. Zur Not. 27. Morgen kommen 2. Jetzt fehlt hier einer. Fehlt hier. Okay, es würden 2 Leute noch fehlen. Und wenn wir anfangen, Werkzeuge zu produzieren, dann können wir uns gleich mal umgucken, ob sie jemand kaufen will. Hier gibt es jemanden, der das haben will. Der ist uns aber nicht so freundlich gesonnen. Das heißt, wir können das nicht machen. Wir müssten jetzt hier erstmal jemanden hinschicken. Hier will jemand Schnaps kaufen. Die könnten wir machen. Aber Maka ist schwierig wegen der Abneigung der Kultur. Bier. Das ist eigentlich am besten hier unten. Ich könnte mit meinem Lord runtergehen. Ich glaube, das muss ich auch. Weil wir brauchen das Handelsabkommen. Da können wir richtig Geld machen am Anfang. Und Geld ist gerade so ein bisschen der Hebel. Also er ist jetzt sozusagen als außenpolitischer Kontaktmann unterwegs. Relativ flott auch. Und versucht hier die Verbindungen zu verbessern. Wenn er die verbessert hat, können wir versuchen, mit denen zu handeln. Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt... Ein Kind wurde geboren. Oh, neu. Schon wieder eine Tochter. No luck. Kein Glück. So, das kann auch von dem... Oh, kann es nicht? Ich muss die Beziehung verbessern. Okay. Okay, wir können jetzt handeln. Wir holen uns also mal ein bisschen Geld für 20 Schnaps. Wir sprechen mal mit dem Händler. Und wir verkaufen Werkzeuge jetzt. Alles, was wir haben. Damit machen wir 300 Gold. Und dann kann ich noch 2 Leute für die Armee holen. So, perfekt. So, wir können handeln, das ist in Ordnung. Wir kriegen jetzt wieder ein bisschen mehr Gold. Also wir gucken jetzt, dass wir so ein bisschen in diesen Goldzyklus reinkommen und wir die Bedürfnisse der Leute abdecken können. Leider haben wir noch nicht genug Hopfen. Und wir müssen auch hier unten dann noch Steckrüben und Hopfen bauen. So, wir haben unseren ersten Verbrecher. Das wird folgende Situation hervorrufen. Wir gehen in Dienstleistung rein, holen uns das Schafott und positionieren uns da, wo wir es vorgesehen haben. Ich empfehle hier so unter dem Marktplatz. Das macht eigentlich gut Sinn. Und das müssen wir jetzt bauen. Verbrecher sind eine heikle Angelegenheit. Es gibt da unterschiedliche Stufen. Es gibt Banditen, Vagabunden und Handlanger. Das sind so 3 Tier. Banditen sind harmlos. Wie ihr sehen könnt, die laufen hier rum und stechen hier schon Leute ab, Alter. Ich sag gerade, Banditen sind harmlos einfach. Es ist unfassbar. Ich fass das nicht. Ich sag, Banditen sind harmlos und er kommt mit dem Dolch zu den Bewohnern und sticht sie ab. Well, meanwhile. Also, eigentlich, naja, also, nun, also, das habe ich auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Gut, dann versuchen wir das mal anders und wir gucken mal, was passiert. Ich tendiere dazu, die nächste Brauerei zu bauen.
machen wir auch. Wir bauen aber dann zuerst das hier. Schafott muss zuerst gebaut werden. So, die gehen jetzt langsam in den Tempel rein und ihr seht, der Tempel wird voller. 35 Leute haben Platz gerade, 50 passen rein, der Bandit auch, aber der wird nicht mehr gleich, der wird nicht mehr, oh, 42 haben wir schon. Rudolf und Hedora haben sich verliebt. So, jetzt kann ich muss hier aber jetzt folgende Sachen machen. Ich muss jetzt mit ihr eine positive Beziehung aufbauen, ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich mit ihr nicht positiv bin, dann kann ich ihr keinen Titel verleihen, weil eigentlich will ich ja die verheiraten. Die machen mal eine Wolfsjagd zusammen. Das ist jetzt ein weiteres Instrument, das sie zusammen nutzen können. Der Grund, warum ich das mit ihr machen kann, ist, weil sie eine relativ krasse Kriegerin ist. Alleine würde ich ihn nicht in den Wald schicken, aber sie kann das machen. Werkstatt aufwerten, haben wir gelernt. Sehr gut. So, die laufen jetzt zum nächsten Wolf, der irgendwo rumstreunert, und dann hauen die ihn aufs Maul. Da ist er. Lords können bei dieser Aktivität sterben. Vorsicht. Soll die nicht Rudolfs Frau werden? Ja, der Grund, warum ich das mache, ist nicht, weil Rudolf die nicht als Frau bekommt oder bekommen soll. Der Grund, warum ich das mache, ist, weil wenn ich nicht eine gut genug Beziehung mit ihr habe, kann ich ihr keinen Titel verleihen und sie müsste immer von mir eingekauft werden. Und das will ich nicht. So, das erste Mal, dass die unheilige Horde ein Adelsgeschlecht ausgelöscht hat. Das ist das Erste, das gefallen ist hier oben. Und die zieht jetzt hier langsam durch und frisst alles auf, was ihr im Weg steht. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir irgendwann bereit sind. Huh? Wir haben mittlerweile 5 Sklaven. Das Ding wird relativ voll. Ich nehme mal die Sklaven aus dem Tempel raus. Und wir haben 2 Verbrecher. Es ist eine Katastrophe. Dadurch, dass sie den Schafott nicht gebaut haben, kann ich die halt nicht bekämpfen gerade. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts, aber wir haben eigentlich Wachen auf der Straße. So, wir haben 3 Personen, die arbeitslos sind. Das wird gleich weggehen. Weil hier 3 Plätze frei werden. So, das muss jetzt neu gebaut werden und das kostet 10, nicht 20. So, hier muss jetzt ein Verwalter ernannt werden. Das kann Fendrik selber machen. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt nochmal aufpassen, das ist jetzt kompliziert. Also nicht es geht. Also, in meiner Erfahrung macht der Schafott, versucht nur, die Verbrecher einzuschränken. Das heißt, das ist keine automatische Garantie dafür, dass die auch verschwinden. Damit die Verbrecher verschwinden, muss man den Terror aktivieren. Das heißt, wir haben jetzt hier oben 2 Verbrecher. Und ich sage, ey, ich weiß, das sind 2 Waren, aber ich sage trotzdem, alle sollen eingeschüchtert werden. Die Henker, die jetzt hier unterwegs sind, suchen den Verbrecher jetzt eigenmächtig und setzen ihm eine Bestrafung aus. Meine Bestrafung heißt Schandmaske. Und mit dieser Methode verschwinden die Verbrecher aus. Wenn man die Terror nicht aktiviert, dann verschwinden die Verbrecher nicht. Sondern die bleiben da und terrorisieren dein Dorf weiter. Das geht so weit, dass ich teilweise 12, 13 Verbrecher hatte, bis ich das gecheckt habe. Solange man Verbrecher hat, würde ich immer empfehlen, den Terror zu aktivieren. Weil damit geht man zumindest sicher, dass man nicht irgendwie ausgeraubt wird oder sowas. Weil Banditen können dir auch deinen gesamten Ringe und auch Geld stehlen. Das ist richtig unangenehm. So, Bauern werden terrorisiert. Sehr gut. Sie haben den Dieb gefunden. Und damit kann ich die Terror ausmachen. So, keine Diebe mehr da. Alles gut.